Generell gilt für alle Spieler, für Josh auch das Leistungsprinzip. Und ich habe ja schon mal gesagt, es gibt, glaube ich, keinen Trainer auf der Welt, der auf die besten Spieler verzichtet. Das ist, glaube ich, normal. Natürlich gibt es immer auch ein bisschen eine Anpassung an den Gegner. Wer passt vielleicht für die Idee bei dem jeweiligen Gegner am besten? Wenn Josh besser ist wie die anderen, ist er gesetzt. Wenn Pascal besser ist, ist er gesetzt. Am Ende möchte ich die Spieler auf dem Feld haben, wo ich das Gefühl habe, die passen für die jeweiligen Gegner am besten und erhöhen die Wahrscheinlichkeit auf Siege. Dann hast du als Trainer natürlich immer ein bisschen auch die Verantwortung, die richtigen Spieler auch auf der Bank zu haben, die du bringen kannst in gewissen Momenten, die dir was geben, die der Mannschaft was geben. Es ist nicht immer nur eine Entscheidung bezüglich der ersten Elf, sondern eben auch eine Passung, wenn man wechseln muss, wenn man was anpassen muss, wenn man eine gewisse Charakteristik von Spielern auch auf der Bank braucht.